Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Indiana Jones und der Turm von Babel, der letzte Part in Babylon. Und zwar haben wir hier die beiden letzten Was haben wir Artefakte. Denn hier? Eine Statue. Wir waren das letzte Mal in Anführungszeichen Nebukadnezars Bibliothek. Ich glaube nicht wirklich, dass die Bibliothek Was von Nebukadnezar war. Aber Indy hat das ja auch nur als kleinen Gag gesprochen. Aber ja, wir haben hier im letzten Part ein bisschen von der Maschine von Turm von Babel gefunden. Okay, ich glaube nicht, dass die Maschine von Babel ist, ne? Und wir haben hier ein bisschen identifiziert. Das heißt auf gut Deutsch, wir müssen jetzt nach ich glaube die Grenze von Kasachstan und oh, fick dich Erdkundeunterricht, ne Quatsch. Ich glaube es ist Grenze zwischen China und Kasachstan oder sowas. Irgendwie sowas. Kann natürlich sein, dass China und Kasachstan jetzt gar nicht nebeneinander liegen, aber auf jeden Fall müssen wir in eine Grenze des russischen Gebietes, und zwar zum Tian Shan Gebirge, zum himmlischen Gebirge. Nämlich gibt es dort die Spur eines der Jünger von diesem Gott Marduk, von dem wir schon geredet haben. Und zwar vier Jünger sind in die vier verschiedenen Himmelsrichtungen, also Norden, Süden, Osten, Westen, gerannt, geflohen und haben dort jeweils ein Artefakt mitgenommen, das zur großen Maschine gehört. Also die vier Artefakte, die wir finden werden. Ja, es ist jetzt ein Spoiler. Es werden vier Artefakte werden, die wir finden und die gehören alle zur Maschine des Turms von Babel. Also, ihr wisst ja, auf Englisch heißt das Spiel ja auch nicht Indiana Jones and the Tower. Ich kann kein Englisch, fuck. Und der Turm von Babel heißt ja nicht auf Englisch, sondern auf Englisch heißt dieses die Infernal Maschine, also die teuflische Maschine. Und teuflische Maschine heißt es eigentlich, weil wir diese vier Artefakte finden werden und diese vier Artefakte sind vier Teile von der Maschine, von der wir in der letzten Part schon, von der Indiana Jones letzten Part schon vorgelesen hat. Aber zu viel gelabert, alles klar, ich habe gerade noch einen Timer gestellt. Wir fahren jetzt mit diesem neuen modernen Aufzug. Da, da, da! Ja. So Leute, ich würde sagen, das war jetzt auch erstmal mit Babylon. Der Part geht noch ein bisschen weiter. Ich gucke jetzt mal, ob ich irgendwie noch einen Screenshot hinkriege von der Handelsstation, weil wir die können wir ja nicht sehen, die Handelsstation, weil die ist halt, mein Flaps nimmt ja nur das Spiel auf und nicht irgendwelche Fenster, die sich öffnen. Deswegen kann man die Handelsstation von Indy auch nicht sehen. Aber ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Cutscene an. Ah, Jones, da sind Sie. Ja, haben Sie eine Statue für mich? Meinen Sie die hier? Könnte sein. Sonst noch was? Einer Inschrift nach beherbergte der Turm eine große Maschine. Als die Babylonier das Ding zerstörten, gelang vier Priestern mit Teilen davon die Flucht. Und wohin brachten Sie die? Außer bei einem bin ich mir da nicht ganz sicher. Ein Kerl namens Urgon brach in das himmlische Gebirge auf. Ich habe eine Karte von Zentralasien gesehen. Das bringt uns nicht viel weiter. Vielleicht doch. Der Tian Shan-Gebirgszug erstreckt sich entlang der Grenze von China und Kasachstan. Der Name bedeutet übersetzt so viel wie himmlisches Gebirge. Kasachstan? Als ich das letzte Mal auf die Karte sah, war das sowjetisches Hoheitsgebiet. Yep. Ich zeige den Grenzsoldaten einfach nicht meinen Ausweis. Okay, Kumpel. Es ist schließlich Ihr Begräbnis. Du warst ganz schön frech, mein Freund. Deine Mutter hat mich wohl nicht richtig erzogen. Und nein, ich fange jetzt nicht mit deinem Mutterwitzen an. Das war jetzt auch kein deine Mutterwitz, sondern einfach nur ein Antikompliment an diesen Simon Turner. Bin mal gespannt, was der jetzt noch hier macht in Babylon. Der hat ja eigentlich nichts mehr zu tun. So, jetzt haben wir hier die Handelsstation. Ich drücke jetzt einfach mal eine Screenshot-Taste. Ich hoffe, die funktioniert. Bla bla bla. Ja, Leute, anscheinend kann ich keine Screenshots machen. Ich weiß nicht warum. Die Handelsstation. Ich werde das jetzt irgendwann mal ganz simpel und dreist mit meinem Handy fotografieren. Ihr habt richtig gehört. Ich werde mit meinem Handy den Scheiß hier fotografieren. So, was nehmen wir uns dann mit fürs P? Was ist ein P? Also wir haben die 9mm Automatikmunition, Gewehrmunition, was ist denn hier P? Ach, die Pistole, ach, die schwere Pistole, deswegen das S-Pünktchen. Gut, ich kaufe jetzt mal ein bisschen Munition für die schwere Pistole, einfach weil es meine Lieblingswaffe ist. Dann noch ein Verbandskasten. Es gibt eine geheime Karte, die man hier kaufen kann. Die kaufen wir jetzt aber nicht, weil die geheime Karte
Ich spoiler jetzt. Die geheime Karte ist ein Bonus-Level. Dieses Bonus-Level müssen wir uns aber nicht kaufen, denn das ist eigentlich ein bisschen Abzocke, weil am Ende des Spiels gehen wir ohnehin zu dieser geheimen Karte. Ich würde aber sagen, wir sind damit fertig und gehen jetzt ins Tian Shan Gebirge. Kasachstan und China, die Grenze war also richtig. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt noch ein bisschen aufnehmen muss, weil das YouTube-Zeitbudget, wisst ihr ja, Höchstaufnahmezeit ist natürlich noch lange nicht um, aber es ist ein neues Level. Und jetzt haben wir hier diesen Bug. Ich gehe jetzt ins Menü, ich zeige euch jetzt mal, ich habe es euch schon mal gezeigt, aber...